ihr seid derjenige, der Fürst will. Na gut, ich wollte es eigentlich meinen hören. Habe ich lange nicht angehört. Aber mit der Waffe ist vielleicht ganz gut. Ja, da kann man hier dann Lebensdiebstahl auf jeden Fall machen. Und kann doch ein bisschen länger in der Wolke stehen bleiben. Aber ich glaube, meine letzte Waffe hat, glaube ich, immer noch plus Geschwindigkeit. Und da war das dann schon ein bisschen besser. Würde ich mal meinen. Ich glaube, weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber so war das. Geschwindigkeit mit Intelligenz. Ich weiß gar nicht, was noch alles war. Und das ging jetzt so easy. Also Amulett. Ach du Scheiße. Amulett. Ich bin mal gespannt, was in den Amulett drinne sein wird. Sieht eigentlich auch ganz geil aus. 130 DPS, noch nicht identifiziert. Uiuiuiuiui. Aber eigentlich glaube ich scheiße. Aber ich stoße erstmal in die Kiste. Ich gucke dann mal im Auktionshaus, wie es wirklich ist. Und das hier ist krass. Sehr, sehr krass. Auf jeden Fall mit 1000 DPS mehr. Aber ich bin ja auf Quick gegangen. Ich glaube, ich lege es erstmal in die Truhe. Ganz extra. Weil ich weiß noch nicht, ob ich das nehme oder nicht nehme. Ich werde es wahrscheinlich nicht nehmen. Da seht ihr mein anderes. Das ist jetzt auch nicht so gut, aber es hat halt Quid. So. Das lege ich auch mal hier rein. Das könnte ein bisschen wertvoller sein. Ich habe noch nicht die Truhe fallen. Das ist ja eigentlich eine Tasche. Eine Tasche gekauft, weil, ja, was will ich denn mit der Tasche? Ich bin eigentlich sehr platzsparend, ich verkaufe viel. Ich bin nicht so der Sammler. Obwohl die Tasche schon relativ voll ist wieder. Und ja, mal schauen, ob ich dann das demnächst irgendwie mal verkauft, dass die Tasche wieder leer wird. Ich hab gerade geguckt wegen Crit und so. Wir brauchen auf jeden Fall mal. Ne, brauchen wir eigentlich doch nicht. Aber ich kaufe mal ein paar, ist ja egal. Okay. Ist hier was drin? Ne, nichts drin. Das war ja, glaube ich, noch einmal, wo dann das drin ist. Töte den Schreckenspool, Zitadelle der Bastion. Oh, scheiße. Wo ist die Speisekammer, Zitadelle der Bastion? Wo muss ich denn hin? Töte die Schreckensbrut. Sprecht mit Lea. Ach so, die. Ach, jetzt erst. Klick hat es erst jetzt gemacht, weil ja hier in dem Dings die Viecher waren. Fühlt ihr wie die. Ja, das war ja wieder Fail. Aber wie gesagt, ich habe Diablo 3 lang nicht gespielt. Nur mal der eine Aufnahme, wo ich einen Budget gelegt habe, was nicht aufgenommen hat. Und jetzt haben wir 17 FPS. Wahnsinn. Okay, ich hätte schon lieber nichts gesagt. Waren es nur noch 11. Jetzt zum Ariator. Ja komm, kennen wir schon alles. Ich glaube nicht, dass ich das wegdrücke, aber ihr wollt ja eigentlich eher sehen, wie ich fail oder irgendwas sterbe oder irgendwas anderes mache. Und von daher drücke ich einfach das meiste weg, bis auf die Speisekammer, das wollte ich sehen. Aber, ach, ist ja eigentlich egal, ob das Team dann sehen will oder nicht. Das hätten wir es gesehen, hätten wir es gesehen, wenn nicht, dann halt nicht. Aber, naja, jeden seins, sag ich mal. Hier war ja dann dieses riesen Schutzbau-Ding. Das war ja ein riesen Abschnitt mit vielen Gegnern. Deswegen gehen wahrscheinlich auch die hier rein. Die wollen bestimmt etwas farmen. Vor allem dieser Level 67 Dings. Ich muss mir immer den Platz. Ich tue einfach pro. Seht ihr, ich habe jetzt Rechtsklick immer gemacht, aber ich habe doch die Maus etwas verzogen und dann habe ich woanders hingeschossen. Nicht so ideal. Aua. Ja, das meine ich übrigens so mit den Dings hier, wo man dann nicht. Also was ich nicht mag hier mit diesen komischen Teilen. Feuer, sorry, genau. Ich mag eigentlich so enge Gänge, da kann man halt immer schön bomben. Apropos Bomben, ne? Also. Ja, komische Überleitung eigentlich wieder. Aber schon ist das doch was. Was? Seht ihr sogar? Wenn ihr auf HD schaltet und Vollbild macht, denke ich mal, sonst sieht man es vielleicht nicht so gut. Mage früher bei WoW war so geil. Das war ja echt der Hammer mit Mage. Und das war ja. Ach nee, das hat so viel Spaß gemacht. Ach nee. Also WoW, krasses Spiel auf jeden Fall, aber habe ich die Story eigentlich schon ausgeht. Ich wurde ja da mal gehackt. Mehrmals. Da gab es das alles noch nicht in diesem Battle.
Dings, was man dann hier auf die Karte hin, wie es heißt. Das gab es alles noch nicht, das habe ich ja auch auf dem Fehler oder wie es hieß, gemacht. Und da wurde ich halt dann mehrmals gehackt. Da habe ich dann halt gedacht, ach, echt scheiß drauf, Monat bald ausgelaufen oder das Abo oder was das war. Abo war es ja, genau. Und dann, ja, habe ich halt einfach aufgehört mit WoW. Die erste Zeit hat es doch schon weh. Hey, hat's schreiben. Ich habe aufgehört mit WoW. Die erste Zeit tat es schon weh. Ja, ich bin ein schlechter Reimer, Dichter, irgendwas. Aber jedenfalls war das schon ein bisschen... Ja, es war doch traurig. Weißt du, ich spiele dann halt wochenlang, beziehungsweise mehrere Tage Spielzeit hatte man ja da. Und dann wird man gehackt und alles ist weg. Wenn ich nämlich bei eBay den verkauft hätten können, soll da. Ja, vielleicht verkehrt gewesen. Ich war übrigens auch die Server der Degos. Ich weiß nicht, ob es den überhaupt noch gibt oder wie das war. Da war da noch Server-Zusammenlegung und alles. Na, das, ich habe das ja dann weiter verfolgt. Ich war ja bei Burning Crusade und dann war ich raus. Burning Crusade war eigentlich auch so ein geiles Add-on. Also ich weiß nicht, die anderen alle waren hier. Kataklysm und wie war denn das andere alles? Naja, halt Mr. Fantaria und ich glaube noch irgendwas war ja noch, aber ich weiß nicht mal, wie es hieß. Auf jeden Fall krasses Spiel. Aber auf der anderen Seite ziemlich teuer. Wäre es jetzt kostenlos? Also würde das jetzt seit, ich sag mal, ein Jahr kostenlos sein. Da hätte ich das wahrscheinlich schon mal gespielt, auf jeden Fall. Weil... Oder alte Zeiten und so, weißt du, so Let's Retro-mäßig. Zack, und da sind die Fässer weg. Ja, fand ich, würde ich jedenfalls, also ich würde es glaube ich schon mal anzocken. Aber auf der anderen Seite, die ganzen Dinger wieder kaufen, die ganzen DLCs, die Add-ons meine ich, das ist ja schon ein bisschen mit Geld verbunden, weißt du, du kaufst dann ja WoW, da gibt es halt dieses, das ganzen... Kästen, sage ich mal, diese, wo alles zusammen ist. Hier geht's nicht weiter, Jungs. Hier lang geht's. Und ja, ich weiß nicht, wie viel kosten, 50 Euro oder so. Was ist, ist ja auch egal. Ist mir schon wieder das Geld. Ist mir schon wieder das Geld, das ist zu schade. So, wollte ich nochmal kurz sagen. Damit ich auch mal wieder ins Let's Play eingefunden habe. Und ja, mal schauen. Was ich auch immer extrem nervig finde, dass meine Festplatte so schnell voll läuft bei Fraps. Das ist ja... Man nimmt auf, ein Stückchen, und dann ist es... ist es voll. So ist es halt meistens. Aber ich hoffe ja mal, dass das jetzt hier nicht so ist, obwohl das Spiel ja eigentlich theoretisch mehr Platz wegnehmen müsste. Also mehr... Huch, das war der Playstift, sag ich, der Kuli. Ich habe gerade meinen Finger, wollte ich gerade auf den Schreibtisch schauen, weil ich dann so, das weißt du, ich bin so einer, der manchmal das zeigt, was er sagt, oder Zeichensprache macht, wo ihr das seht. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo ich war. Ja, das Spiel ist ja schon ein bisschen aufwendiger als Minecraft, so grafikmäßig und was da alles passiert. Theoretisch müsste das, die Videodateien müssten viel größer sein und theoretisch müsste ich die auch besser rendern. Aber ich glaube, das geht nicht so. So richtig. Eigentlich schade. Auf jeden Fall viel Gold da hier. Muss man mal sagen. Ein Chest. Oh. Ja. Ich denke mal, die sind gar nicht so das Problem bei mir. Die normalen Mobs. Bei Mage könnte jetzt vielleicht auch ein bisschen langweilig für euch sein, aber ist mir jetzt nicht egal, sage ich mal, aber ihr wolltet ja, oder einige wollten ja ein neueres Let's Play, also spiele ich halt mal die auf der 3 und von daher, mir macht es ja noch Spaß, von daher, spiele ich es einfach mal, genau, so, gehen wir mal hier runter, hier ist Gold, krass, fast 200.000. Ich weiß, da fehlen noch 17.000 ungefähr. Aber das ändert sich ja ganz schnell, wenn man hier was im Auktionshaus verkaufen könnte. Alter. Das wollte ich jetzt nicht mitnehmen. Ich
Du mal hier kurz entscharren. Entscharren. Entscharren ist ja eigentlich zaubern. Du ja entzaubern, theoretisch. Ich glaube, hier ist ein Boss. Ich gehe mal kurz hin, damit ich auch was davon abkriege. Ich weiß gar nicht, wie das war. Und dann... Au. Ob man dann, wenn man jetzt keinen Hit gemacht hat bei den Viechern... Scheiße. Au. Ob man dann noch die Items kriegt. Würde mich auf jeden Fall mal kurz interessieren. Weil ich das jetzt kaum mehr weiß. So. Ich muss noch kurz niesen. Moment mal. Moment. Ah, jetzt ist es weg. Oder auch nicht. Ah, ich hasse es. Hätte ich es nicht gesagt, hätte ich einfach genießt. Aber jetzt ist so... Niesisch nicht. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht, aber 12% Leben sind mir etwas wichtiger. Was habe ich eigentlich für ein Scheißgürtel? Guckt mal. Das ist ja nur auf HP. Das. Das. Was war denn noch? Das. Naja, ja, jetzt gucke ich später alles mal, ne? Ich will euch jetzt nicht langweilen, auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich das Letzte, was ich will. Nicht langweilen. Aber... Ja, ich bin immer so neugierig, ob es was Wertvolles ist oder nicht. Das ist mich auf jeden Fall jedes Mal. Egal welches Spiel das ist oder irgendwas. Und du bist falsch gelaufen, Pilot. Jetzt hat er Dual Wield. Okay. Nee, wir machen mal den hier. Ja, ich habe gedacht, wenn ich jetzt nochmal aufdrücke, dass es abgebrochen ist, aber war ja wieder nicht so. Also war es wieder ein kleiner Fail von mir, aber naja, was soll's. Wir verkaufen mal die ganzen blauen Gegenstände. Und das verkaufen wir auch mal. Das auch. Das verkaufen wir noch nicht. Naja, das können wir auch verkaufen. Das können wir auch verkaufen. Komm, quatsch nicht so viel hier im Hintergrund. Energiewirbel, nur Zauberin. Naja, das ist eigentlich auch nicht so toll. Das ist eigentlich... Der braucht eine Geschicklichkeit und Intelligenz gleichzeitig, das ist ja auch Quatsch. Das ist wiederum... nicht so gut. Glaube ich. Das können wir mal aufheben und das können wir auch mal aufheben. Ja, den Ring hätte ich noch verkaufen können. Aber habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. Aber mich kostet es so an, dass meine Waffe weg ist. Ich muss die Waffe finden. Wo ist die Waffe hin? Scheiße. Ich bin so blöd. Alter. Ich wollte doch zu den anderen TPen. Mann. Puh. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Macht auch Let's Plays. Ach du Scheiße. Okay, das meiste habe ich glaube ich verpasst, aber naja. Kitty Zack, oder wie sie heißt, so in der Richtung. Let's Play Super Meat Boy spiele ich, glaube ich. Also hat sie gespielt auf jeden Fall. Und. Ihr werdet. Das ist auch so geil. Der hat so geflucht jedes Mal. So die ersten 4-5 Folgen, guck mal an. Alles sich an, aber dann ist es eigentlich schon dasselbe. Immer nur. Oh, scheiße. Verdammt, das gibt's noch nicht. Finde ich jedenfalls sehr toll, wenn ihr sie noch nicht kennt, dann schaut mal auf ihren Kanal. Vielleicht tue ich auch verlinken oder mal den Namen schreiben oder wie auch immer. Kitty Zack. Finde ich sehr. Interessant, also fand ich sehr toll, auf jeden Fall. Ja, wollte schon mal kurz so Werbung machen für jemand anderen. Weil, ja, macht ja schöne Infos. Auch so ein kleines Horror-Let's Play hat sie. Was ich jetzt nicht so verfolgt habe, muss ich alles sein, aber mit Facecam ist ja auch schon mal was. Und jetzt hauen wir mal den Quantenzahlenmaler. Und wir sind schon Dings Neverland Buff 5. Ach du Scheiße. Mein, ich glaube drittes Item. Wow! Ach du Scheiße, geil! Und ihr seid Teil davon, ich freue mich so. Wahnsinn!
Geil, 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 geil. Auf jeden Fall krasse Scheiße, ey. Wahnsinn, geil. Also jetzt. Ja, ich freue mich gerade so sehr. Das glaubt ihr mir nicht. Ich muss mal eben kurz schnaupen. Ja. Auf jeden Fall, ich schnaupe mal kurz, Moment.